Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Wir haben das letzte Mal aufgehört, zwar nicht instanz da, wo ich jetzt gerade aufgehört habe. Ich habe meine Apache schon aufgerüstet, offscreen jetzt gerade. War jetzt schon kurzzeitig in meinem Feuertemper, aber ich bin absichtlich schon vorgegangen, weil uns ja hier eigentlich gesagt wird: Beim Bart des Propheten, ich König Omar, habe ein Problem. Du hast zwei Probleme. Wir haben kein Wasser mehr und ein gewisser Viktor hat mir erzählt, dass der Mana-Samen aus dem Feuerpalast im Westen gestohlen wurde. Was so viel bedeutet wie, wir müssen jetzt den Feuersamen suchen. Und da haben wir einen kleinen Tipp vielleicht. Immer mehr Menschen gehen fort von hier. Auf der Weihnachtsinsel soll es einen Ort geben, an dem es auch sehr warm ist. Und dort werden wir uns einmal hinbegeben. Weil wir haben ja eigentlich jetzt schon Wasser-Eis. Was sollte uns also auf der Weihnachtsinsel erwarten? Das schauen wir uns jetzt einfach an. Kleiner Tipp, wenn wir jetzt in den Feuertempel reingehen würden, würde er uns dort einen Ort sagen. Es ist viel zu heiß, um dort weiterzumachen und können deshalb dort nicht weiter. Ihr könntet euch nicht auf der Weihnachtsinsel. Auf ihn, die Kanone. Kanone schießen uns auf Weihnachtsinsel. Ja, also unsere Kettenpeitsche wurde zum Schleimflegel aufgerüstet. Fragt mich nicht wieso. Schleimflegel. Aber was uns jetzt dort erwartet, das freut mich eigentlich sehr, weil jetzt kann ich euch einmal zeigen, wie man richtig schön grindet. Das ist nämlich der erste Ort, an dem man wirklich gut und schön grinden kann. Klatsch, klatsch. Musik. Ja, Happy Musik, sehr schön. Rüstung brauche ich mir jetzt nicht kaufen, habe ich das Gefühl. Weil die Rüstung, die ich dort bekommen habe, ist, glaube ich, ein Stückchen besser als die hier. Und wenn nicht, dann habe ich ein bisschen ein Problem. Aber das ist nur Berti. Ich bin der Schmied vom Schneedorf. Schafft mir diesen Berti weg. Kommt einfach Berti, also ja, ich bin Berti, hallo. So, ja, wie dem auch sei. Wahrscheinlich gibt es hier drinnen. Ich habe keine Ahnung. Alles so komische Otterviecher. Otter, sage ich schon. Keine Ahnung, was das für Viecher sind wieder. Ja, da gibt es die Rüstung. Aber auch keine bessere als die, die ich gehabt habe und immer noch habe. Kaufen mir Walnuss, weil ich können. Schokolade. Nein, habe ich schon. Hab links gedrückt. So. Okay, geht auch nicht. Schlecht. Wir sind voll. Das gefällt mir. Nun dann, kann ich euch einmal demonstrieren, wie das Ganze funktioniert? Ich weiß gar nicht, ist das jetzt der richtige Ausweg? Ja, das ist der richtige Ausweg. Ah, und die schöne, angenehme Musik, die eigentlich relativ traurig klingt sogar. Wir haben hier ziemlich viele Wölfe und ich zeige einmal einfach einen so einen Lauf, wie das so aussieht. Ich hau mir Steinklinge drauf. Und lass mich erst einmal rapen von seinem Wolf. Dann versteinern. Und einfach nochmal draufklatschen. Da werde ich jetzt ganz einfach und ganz brutal sie einstellen, dass sie voll aggressiv draufhaut. Einfach aus dem. Warte, wo ist Verhalten? Da. Ich suche immer so eine Kassette. So, forsch und offensiv. Einfach voll brutal angreifen. Was? Okay, sowas sollte nicht passieren. Sowas sollte definitiv nicht passieren. Deswegen möchte ich ja hier noch etwas trainieren. Oh, scheiße. Und Katschi. Oh Mann, der hat's überlebt. Das ist eben genau das Problem. Die sind relativ stark. Deswegen sollte ich. Oh, hat Gladys vorher nicht. Achso, und die hat ein Level abgehabt. Dass ich da schaue, dass ich wirklich richtig präzise angreife. Aber man hört, ich bekomme schöne Level-Ups. Die ganzen Viecher erstarren auch wunderbar. Also das funktioniert auch. Und ich kenne keine andere Methode, womit man das besser und präziser machen kann, also schneller. Noch zusätzlich. Ansonsten müsste ich da wirklich 10-mal draufknallen, bevor da irgendwas passiert. Und mein Zauber ist verschwunden. Ihr seht, wie viel die aushalten. Also da muss man wirklich sehr viel draufknallen auf die Gegner. Das Ganze wiederholt man einfach.
Dann schaut man uns halt so, was man an XP macht. Das checke ich jetzt selber mal. Das würde mich nämlich interessieren. Befinden. Nächstes Level 3471. 3471. Ich war eigentlich schon richtig da. Nochmal ausprobieren. Ah, ich wollte gerade angreifen. Wieso muss er stechen? Okay. Okay, einer tot. Checken. 3471 habe ich gebraucht und 3231 habe ich. Das heißt 540 XP. Das ist viel. 3000. So, warte, nein. 3, 500 habe ich gesagt, nicht blöd. 3200. Ach, egal. 480 oder sowas. Und zu blöd zum Rechnen. Und wir erhalten Bonbon. Ja, Bonbon. Auf jeden Fall sind sehr viele Erfahrungspunkte, die wir erhalten. Und es geht auch so relativ schnell. Gut, das heißt, ich werde jetzt dann gleich einmal einen Cut machen, weil ihr müsst das Ganze nicht mit beobachten, wie ich hier wahrscheinlich jetzt so 30 Minuten das Ganze macht. Ihr werdet jetzt dann eh wieder wissen, wie lange ich gebraucht habe. Aber ja. Ja gesagt. Eine Ja-Erstarrung. Ja-Erstarrung. Verdammt, er hat's überlebt. Ja-Erstarrung. Oh oh. Und Klatschi. Sehr schön. Gut. Ihr kennt das Prinzip, ihr wisst, wie es funktioniert. Ich könnte natürlich auch noch auf die nächste Map gehen und dort auch noch weiter schlachten. Aber ich mache es gerne immer auf der Map, weil ich dann jederzeit wieder zurückgehen kann, wenn die HP meiner Charaktere bzw. die MP ausgehen. Einfach wieder hier unten reingehen und dann schlafen liegen. Das mache ich jetzt auch einfach, damit ich dann gleich loslegen kann. Ja, wie viel kostet? Schaut euch einmal das Geld an. Ich habe vorhin, wie ich gecheckt habe, gerade mal noch 5000 Goldmünzen gehabt. Jetzt habe ich schon 7000. Also es geht auch sauschnell hier. Ich rate euch hier ein bisschen hoch zu leveln. Weiß nicht, so 3-4 Levels. Dann habt ihr überhaupt keine Probleme mit den ganzen Bossmonstern in Zukunft. Das geht nämlich wirklich gut danach. Und da ich weiß, dass ich unten das letzte Mal gespeichert habe, speichere ich einfach oben jetzt. So, das heißt, ich mache einen Cut. Okay, ungefähr eine Stunde später jetzt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich mache jetzt nicht dieses eine Stunde später Dings rein. Befinden wir uns jetzt hier. Die HP haben sich um einiges verändert. Die Waffenlevel bei meinem Hauptcharakter sind alle auf Maximum bis auf die Peitsche. Das habe ich jetzt irgendwie vollkommen verschissen, dass die Peitsche Level 4 war mittlerweile schon. Das war daneben. Ich sollte irgendwie doch wieder eine andere Waffe nehmen. Mit dem versteinern die nicht so. Mit der Peitsche versteinern sie komischerweise richtig gut. Aber da ist auch der Nachteil, ich muss wirklich entfernt von den Gegnern stehen. Ach, das funktioniert auch. Sehr gut. Also. Checken wir mal ein paar unserer Stats. Also mal, meine Magierin hat schon wieder ein paar weniger MP, das ist mir aber jetzt so egal. Ich habe schon so viel Geld, dass ich Walnüsse ohne Ende kaufen könnte. Hier mal die ganzen Level bis auf die Peitsche, wie gesagt. Dann. Befinden. Da unten seht ihr mal, wie viel Geld ich habe. 46.000, das sollte mal reichen für eine längere Zeit. Ja, ich bin Level 28, das sollte auch einmal wieder reichen. So, dann können wir uns jetzt einfach mal weiter begeben hier. Richtig nervig. So. Stirb. Gut. Den drüben da rechts, den ignoriere ich einmal gekonnt. Wir sind auf der Weihnachtsinsel. Boah, das war jetzt so lange, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo wir sind. Rudolf. Schlucht! Ich bin so alleine, mein Herrchen ist verschwunden. Wahrscheinlich hat es das Monster im Eispalast mein Herrchen aufgefressen. Wahrscheinlich, ja. Ui, da ist eine Truhe.
Toll, davon habe ich jetzt irgendwie nichts gewusst, aber ich schaue immer gern überall. Ah, oh, Lanzenab. Hallo, Lanzenab. Oh, noch eine Truhe. Hä? Oh, noch ein Lanzenorb. Zwei Lanzenorbs. Okay, wartet. Sorry. Ich glaube nämlich nicht, dass das zwei sind normalerweise. Oder es könnten noch zwei sein. Aber es hat mich jetzt gerade irgendwie sehr verwirrt. Ich spiele gerade mit der Lanze. Das ist irgendwie vorteilhaft. Ja gut, dann klatsche ich mir nochmal die Steinklinge drauf. Und lauf zurück. Hau mir mal mit Berti den Lanzenorb rein. Genug Geld habe ich ja. Das ist ja das Wunderbare. Damit werde ich jetzt mal für längere Zeit kein Problem mehr haben, auch wenn ich mir die nächste Rüstung kaufe. Stirb. So. Auch wenn ich bei Dings einkaufen würde, bei... wie heißt er? Na? Der Kater da. Dings, der Kater, ne? Mann. Okay, lass uns gehen. Wir lassen ihn einfach da stehen. So. Berti aufsuchen. Berti. Bert. Nein, das ist... Oh doch, das ist Berti. Die laufen da. Oh, Eis. Freuen sich voll übers Eis. Hallo, verdammt kalt hier, oder? Zuerst ist es dir zu heiß, jetzt ist es dir zu kalt. Eislanze wird zur... Glaslanze und die Glaslanze wird zur... Achsen. Lanze. Achso, die Lanze habe ich nicht. Ich habe ein Speer. Genau. Echsenlanze. Okay, dann werde ich die jetzt dann verwenden. Einfach mal aus Prinzip. So, Echsenlanze. Das ist sehr schön. Das freut mich. Dann haue ich mir gleich nochmal den Zauber drauf. Kleiner Tipp, wenn ihr das machen wollt, schlagt es euch drauf und geht euch dann im Anschluss heilen. Da ich ja auch sehe, dass ich nicht volle AP habe, mache ich das auch gleich. Ja, ich weiß, langweiliger Prozess, bla bla bla, viel Geld, raus mit dem Geld und tschüss. Aber ich habe wirklich nichts gewusst von diesen zwei Orbs, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich meine, ja, ich habe gewusst, dass ich Orbs bekomme, aber zweimal denselben aus ein und derselben Traum. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Gut, wir speichern einfach nochmal, weil wir es können. Es sind jetzt schon 9 Level Unterschied zum letzten, also zum vorletzten Speicherstand. Das heißt, wir haben sau viele Level Ups gehabt jetzt, verglichen zum letzten Speicherstand. Das macht uns natürlich um einiges stärker. Oh ja, und der macht auch richtig Schaden, der Speer. Der haut rein, denn es ist ein Speer. Au, der haut rein. Alles, was genügend Schaden macht mit der Lanze, ist sehr böse. Lanzenpower. Lanzenpower. Das heißt, wir haben jetzt eine Level 4er Lanze. Sehr schön. Das drückt doch schön rein. Halleluja, den schiebe ich immer nach unten. Dann habe ich wieder einen zum Schieben. Da unten ist noch einer, aber den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, oh Mann, ihr macht Schaden. Hilfe. Oh Mann, ihr macht noch immer Schaden. Hilfe. Ah, ich mache auch Schaden. Hilfe. Tod. Ja. Und ich bekomme nichts. Schade. Ja, irgendwie habe ich keine einzige Falle erhalten aus den Truhen. Das heißt, irgendwie gibt es da nur gute Sachen. Irgendwie passt auch das Gebiet gerade zur aktuellen Temperatur hier. Es ist einfach plötzlich kalt wieder geworden. Grundlos, nein, es hat gestern gehagelt hier bei uns. Also es ist irgendwie schon verständlich, wieso es jetzt wieder etwas kälter ist. Aber es war einfach hardcore gestern das Wetter. Es hat die ganze Nacht geregnet bis, ich glaube, bis Mittag hat es heute geregnet. Die ganze Nacht durch. Also es war extremer hardcore Regen und Hagel davor noch. Aber die Minus mag ich nicht. Ich mag Minus nicht. Boah, das war aber sowas von ein Critical. So, was haben wir hier? Berti, Kanoni. Das habe ich mir schon gedacht. Kanoni ignorieren wir mal. Und irgendwann ein Level Up gehabt. Wahrscheinlich ich, ja. Sehr schön. Und du bist tot. Und du bist versteinert. Und du bist versteinert. Dann schiebe ich euch zusammen.
Klatsch oder so. Ich weiß, dass in den Truhen nichts Böses sein kann, aber es kann auch nicht wirklich was Gutes drinnen sein. Ich demonstriere es euch, es wird wahrscheinlich ein Bonbon oder irgend sowas sein. Ja, Bonbon, seht ihr? Es bringt mir also relativ wenig, die zu öffnen. Außer vielleicht, wenn ich will, dass mehr Gegner spawnen. Dann natürlich wäre es wieder was anderes. Aber das ist mir im Moment sowas von egal. Wir gehen einmal hier links. Und sind links. Das ist toll. Und schlagen dich und schieben dich und schieben dich und schlagen dich. Und schlagen dich und schlagen dich und schieben dich und töten dich. Sehr gut. Na gut, ich werde jetzt gleich wieder einen Cut setzen müssen, so wie es aussieht. Ich weiß auch. Ui, ui, nein, nicht die Wolken. Okay, Wolken kann ich mich erinnern. Böse kann man nur mit Zaubern angreifen. Stellt sich nur die Frage, was für ein Zauber war das? Die scheinen, glaube ich, Luft zu sein oder sowas. Vesuvio, okay. Den habe ich aber leider noch nicht. Dann klatsche ich dir einfach mal. Ja, was wird dir. Das wird dir Schaden machen. Einfach weil ich es glaube. Aua, das hat ihm Schaden gemacht. Und da war drinnen Bonbon. Das war mir wieder zu viel. Gut, ja, ich sehe, ich verwende jetzt in letzter Zeit ziemlich viel Zauber auch außerhalb. Das wird sich aber auch jetzt in nächster Zeit überhaupt nicht vermeiden lassen. Ich will Zauber einsetzen, bevor er es macht. Gut. Na dann, werde ich jetzt einmal gleich einen Cut setzen und dann geht es gleich wieder weiter. Oh, Wolken, zu viele Wolken. Nein, sie kommt uns immer näher. Es ist eine Wolke. Oh, die geben uns Walnüsse. Das ist aber toll. Naja, gut, ich setze jetzt einmal Cut. So, keine Sorge, Leute, ich bin auch auf derselben Stelle. Ich habe nur jetzt schon mal eine Walnuss verwendet und die zwei Wolken dann noch gekillt. Ich hoffe halt, dass das jetzt nicht wirklich viel ausmacht, dass ich hier eine einzelne Walnuss jetzt verwendet habe. Sollte auch nicht wirklich was verändert haben. Kommt mit, Leute, den Minus möchte ich nicht bekämpfen. Noch mehr Wolken möchte ich auch nicht begegnen. Die nerven nämlich extremst. Und ich laufe im Kreis, das ist wunderbar, das ist wundertoll, das ist spaktastisch. Irgendwo hier, ich glaube, genau hier ist der Kater. Wenn ich mich nicht recht irre. Nein, hier ist ein Boss. Wieso komme ich immer genau dann zu einem Boss, wenn ich es nicht haben will? Kann mir das einer erklären? Na gut. Von dem Boss habe ich jetzt nichts gewusst, das gebe ich ehrlich zu. Das hat mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. So. Dem habe ich jetzt nicht wirklich sonderlich viel Schaden gemacht. Irgendwie bewegt er sich nicht mehr. Oh, da bist du. 3, 2, 1 und Chakawa. Daneben. Und nochmal und Chakawa. Ich wollte Chakawa machen. Ihr seid beide sau fies. So, du heilst sie, weil sie ist die einzige, die Heilung braucht. Und zum Glück ist er links. Kann ich ihm Klatschi machen. Und Klatschi. Verdammt, wieso. Na, wieso könnt ihr immer noch Klatschi machen? Ich nicht. Für mich voll. Ah, schau, da kann ich auch Klatschi machen. So, jetzt probieren wir es einmal. Professionell warten. Und Klatschi. Geht doch. Ich sollte aufladen, das wäre auch irgendwie vom Vorteil. Ob wir die einfach die Luft schlagen, das ist voll toll. Wow, ich habe das Ding vor mir erwischt. Okay. Okay, wie du willst. Wie du willst. Ernsthaft, mit dem Boss habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Oh, hier ist der Kater und dann auf einmal voll Boss. Der hat gesessen. Gleich nochmal aufladen. Chaka, 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 wah! Voll played. Ich weiß aber, dass ich noch zu einem Kater hinkomme, also demnach ist es mir auch egal, ob ich die Dinger verwende oder nicht. Die Walnüsse. Deswegen. Nein, ich warte noch. Und zwar jetzt. Boah, voll das Grinsen. Oh Gott. Und noch einmal. Dann hat sich die Sache hoffentlich.
Oder einmal noch. Warte, das hat nicht viel Schaden gemacht. Dann klatschen wir einfach wieder einen Donner rein. Einfach noch einen Donner, weil er so schön ist. Aber der haut auch nicht wirklich viel rein. Dann bleibt mir ja nur noch ein Angriff, die Schlammbombe. Hui, Schlamm. Und friss. Okay, Schlammbombe macht Schaden. Und? Bist du tot? Bist du tot? Tust du nur so, als wärst du da, oder bist du tot? Er ist tot. Er hat wirklich nur so getan. Ich sag, ja, ich komme raus, um zu sterben. Die Folge, nein. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Voll unerwartet. Was für ein Ort bekomme ich denn, wenn ich fragen darf? Und weiter geht's. Bogenorb. Wow, durch Bäume laufen? Warte. Ach ja, das war ja noch. Tatsache. Genau, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Hey ihr, könnt ihr mir mal gerade helfen? Es dauert nicht lange. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Ofen immer schön geschlossen bleibt, okay? Das sind diese Vollidioten, die auch mit dem Roboter da waren. Da ist nämlich, glaube ich, unser Geist hier drinnen, wenn ich mich nicht recht irre. Was war denn das? Soll ich mal aufmachen? Ja, natürlich, da ist unser Feuergeist hier drinnen. Oh ja, cool, coole Musik. Was hat er eigentlich da in der Hand? Das würde ich wirklich gern wissen. Auch voll chillige Musik. Vesuvio, endlich! Ich bin Vesuvio, der Patron des Feuers. Unglaublich! Diese Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja, ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Vesuvio schließt sich an. Sehr schön, auf einmal Schnee überall. Sag's doch. Oh, und ich stehe voll hinterm Ofen, ich verstecke mich. Ihr Trottel, habt ihr diese Kinder nicht erkannt? Genau. Jetzt ist Vesuvio weg. Aus der Traum. Hä? Der Mana-Samen aus dem Feuerblast? Wovon redet ihr? Frag doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Klappe. Okay. Kommt, Jungs. Wir gehen. Kommt, Jungs. Wir gehen. Schwul. So. Ich habe mich voll versteckt dahinter. Den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Vielleicht spricht er vom Weihnachtsmann. Oh. Voll der Spoiler. Das war jetzt kein Scherz. Es handelt sich wirklich um den Weihnachtsmann. Gut, aber dieser Part ist jetzt wieder lange genug, habe ich das Gefühl. Ich schaue trotzdem noch, ob irgendwas hier ist. Was der Traum, was für ein Traum. Naja, soll mir egal sein. Diese Stadt, dieses winzig kleine Dörfchen gehört jetzt mir. Das ist voll mein Home hier. Lebt hier überhaupt keiner? Schade. Ich kann mich aber auch wirklich nicht erinnern, dass da irgendwann mal was war. Nun gut. Das bringt natürlich sau viel, wenn ich das hier mache. Das können wir ihn schön herumschieben. Naja, wir hören hier bei dem Schneemann auf. Gut. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Secret of Mana wieder, wenn wir Schneemann auftauen. Und neue Zauber haben. Wir treffen uns also wohlgemerkt wahrscheinlich in der Stadt. Ich glaube, sie kann auch irgendwas zaubern, irgendwas Brennendes. Muss man mal schauen. Egal. Wir sehen uns das nächste Mal einfach wieder in der Stadt. Bis zum nächsten Mal. Aua. Ey du. Genau. Schneemann. Okay, Schneetöter. Auf Wiedersehen.